Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airbrush TV. Ja, heute mal was ganz Außergewöhnliches, und zwar, man sucht ja immer nach einem passenden Untergrund, wo man mal drauf brushen kann. Da gibt es schon die Mini-Motorhauben, den Reinzeichenkarton, die Leinwand, alle möglichen verschiedenen Sachen. Aber hier mal was ganz Besonderes, und zwar ein Ölfassdeckel von Airbrush for You. Und ja, das ist 60 cm groß, und sowas kann man da zum Beispiel drauf machen. In den nachfolgenden paar Minuten zeige ich euch, was man vielleicht bei dem Deckel beachten muss und wie dieses Motiv entstanden ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wie schon erwähnt, ist dieser Ölfassdeckel relativ groß mit einem Durchmesser von 60 cm. Damit aber die Farbe hinterher auch richtig gut hält, muss dieser unbehandelte Deckel erstmal komplett gereinigt und entfettet werden, sodass die Farbe dann auch wirklich gut drauf hält. Ihr seht, man kann natürlich hier so ein Fließpad nehmen. Und damit kann man dann, wenn man möchte, à la Dennis Matheson natürlich auch noch so Strukturen reinbringen. Das geht hier ganz gut. Man sollte also auch ruhig mehrfach säubern, damit wirklich die ganzen Fette runtergehen. So, ihr seht es immer noch dreckig, auch nach mehrmaligen Säubern. So, dann kommt die Motivübertragung. Ich habe hier ein Motiv vorbereitet, erstmal digital am Rechner, und dann lege ich Saralpapier unter, weißes, ja, da sieht man halt die Konturen am besten. Das Ganze wird fixiert, und dann kann ich mit dem Kugelschreiber die Konturen durchdrücken, die ich gleich benötige. Dabei muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu stark mit den Fingern andrückt, damit man nicht hinterher zu viel wegradieren muss von dem Saralpapier. So, dann kommt das Ganze wieder runter, und ich kann aus meiner Vorlage gleich die Schablonenelemente ausschneiden. Das Saralpapier kommt jetzt auch ab, und dann sieht man, wie schön die Konturen auf diesem Deckel sichtbar sind. Ja, dann sieht man hier, wie ich die Schablonenbauteile ausschneide. Das sind vor allem die großen Elemente, die viele Licht- und Schattenverläufe haben, damit dann hinterher dieser Roboter dreidimensional erscheint. Man kann einzelne Teile hinterher auch wieder einkleben, aber das ist hier erstmal die wichtigsten Bestandteile. Ich sprühe mit einem Weiß erstmal die an den Kanten entlang, um die Grundform aufzusprühen. Das dient mir gleich dazu, um den Hintergrund zu visualisieren und aufzumalen. Dann weiß ich, wo die einzelnen Elemente schon mal liegen. So, also hier sieht man ganz rough die Elemente. So, dann kann man natürlich halt auch in Mischtechnik auf diesem Ölfassdeckel arbeiten. Hier zum Beispiel mit so einem Pinsel. Wenn man da leicht aufdrückt, dann kommt die Farbe relativ deckend raus, und drückt man so ein bisschen fester auf, dann nimmt man die nasse Farbe dann wieder mit, und es entstehen halt auch recht interessante Strukturen. Also da ruhig auch mal ein bisschen Mut beweisen. Das lohnt sich also, und man kann sehr schnell viele tolle Texturen damit in Mischtechnik auftragen. Ja, hier zum Beispiel ein bisschen tupfen. Das macht man dann auf beiden Seiten. Und so kommt dann ein wenig Struktur recht schnell hinzu. Der Hintergrund wird jetzt eingenebelt mit transparentem Weiß. Hier entstehen auch schon die ersten Wolkenelemente und Dunst und Nebel. Auch im Untergrund sind schon ein paar kleine Hügel integriert. Das heißt, der Background wird als erstes jetzt hier aufgesprüht, und dann kann das Objekt im Vordergrund realisiert werden. So, dann greife ich wieder zu den Schablonen, schaue auf meine Vorlage, wo ist hell, wo ist dunkel,
und kann jetzt die einzelnen Elemente ausformen. Da, wo es dunkel ist oder Schattenbereiche, da lasse ich es ruhig erstmal nochmal offen und da schimmert dann dieser dunkle Deckel durch. Und da, wo es wirklich hell ist, an den Kanten dieser einzelnen Hände, da wird dann also mal richtig weiß aufgesprüht. Ja, hier arbeite ich auch mit deckenden Farben und so eliminiert man dann Stückchen für Stückchen die dunklen Bereiche. Erstmal ganz grob und wenn dann die groben Farbverläufe angelegt sind, dann kann man detaillierter arbeiten und sieht man hier schon mal so ein bisschen technische Details integrieren. Das kann man mit Zuhilfenahme von losen Schablonen machen oder aber man kann natürlich halt auch freihand hier die Kanten arrangieren. In der Größe ist es freihand noch relativ gut möglich und man hat als Konstrukt natürlich halt auch die lose Schablone dann nochmal liegen. Diese inneren Bereiche lassen sich also auch hier ganz gut mit einem Freihand-Airbrush gestalten. Da muss man natürlich so ein bisschen sicher sein. Das geht aber relativ fix. Immer wieder werden die Kanten betont. In dem Fall ist einmal Farbe abgesprungen vom Malgrund. Das heißt, die Haftbarkeit auf diesem Ölfass ist noch nicht so stark wie bei einem Karton. Und da muss man dann halt nochmal reparieren. Aber es macht nichts. Je mehr Strukturen, umso interessanter wird das Motiv später. Und immer wieder sprühe ich hier an den Konturen entlang mit einem deckenden Weiß, damit diese Bestandteile richtig deutlich sich nachher im Motiv abheben. So, hier hat man dann schon mal das komplette Motiv. Einige blaue Bereiche, wo was leuchtet, sind noch hinzugefügt. Mit scharfen Kanten sind leichte Reflexionen entstanden, aber ansonsten nicht viel Detail. Mit der integrierten Wulst an dem Ölfassdeckel hat man auch die Möglichkeit, das Objekt sehr schnell an einem Haken aufzuhängen. Mit 1,5 Kilo ist es also nicht ganz so schwer. Ja, ich hoffe, euch hat die aktuelle Airbrush TV-Folge gefallen und ihr seht, es gibt natürlich auch noch andere Sachen außerhalb von Reinzeichenkarton, Leinwand und Co. Somit bleibt mir zu sagen, weiterhin viel Spaß beim Airbrushen und bis zur nächsten Airbrush TV-Folge. Ja, Einsteiger bekommen von mir die Grundlagen gezeigt. Das heißt, wir starten erstmal mit, was gibt es überhaupt für Airbrush-Geräte, was gibt es für Kompressoren, was für Farben. Das ist ganz wichtig, damit man halt selbstständig dann halt hinterher auch im Fachhandel sein Gerät kaufen kann und weiß, mit welchen Geräten, auf welche Untergründe man halt arbeiten kann. Dann zeige ich mit so Basisübungen wie Linien, Schleifen, Farbverläufe, Daggerstrokes, erstmal wie man überhaupt mit dem Gerät umgeht. Also wo kommt die Farbe rein, wie muss ich es halten? Und das dauert jetzt nicht allzu lange, weil wir wollen ja Motive machen. Und beim ersten Motiv geht es zum Beispiel um die lose Schablonentechnik. Da entsteht so eine futuristische Space-Landschaft. Natürlich Farbverläufe und wir sind da auch schon recht real dabei. Beim zweiten Motiv, da geht es dann um eine fotorealistische Tierillustration mit Schärfe und Unschärfe und dabei wird dann die Maskierfolientechnik verwendet und selbstverständlich zeige ich halt auch, wie man Fehler korrigiert und es darf natürlich am Ende des ersten Tages nicht fehlen, wie man überhaupt so ein Airbrush-Gerät reinigt. Da gibt es dann noch extra Tipps und Tricks dazu.
Und die fortgeschrittenen Airbrush-Künstler haben die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Motiven zu wählen. Sei es zum Beispiel ein Leguan oder ein Tiger mit Fell. Wenn da nichts dabei ist, dann kann natürlich der Fortgeschrittene auch sehr gerne ein eigenes Motiv mitbringen, was dann halt unter meiner Regieanleitung angefertigt wird. Dabei kann der Untergrund frei gewählt werden. Es muss natürlich irgendwie in die Räumlichkeiten reinpassen, sei es eine Motorradtank, Motorradhelm oder Leinwand. Das ist alles kein Problem.